Vor 4000 Jahren erschien Gott Abraham in Mesopotamien und befahl ihm: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Abraham gehorchte Gott und kam in das gelobte Land Kanaan, wo er mit seinem Sohn Isaak und seinem Enkelsohn Jakob lebte, der später den Namen Israel trug. Als Kanaan unter einer Hungersnot litt, zogen Israel und seine 12 Söhne nach Ägypten, wo sie zu einer mächtigen Nation heranwuchsen. Die Ägypter fühlten sich durch die mächtige Nation Israels, die unter ihnen lebte, bedroht. Deshalb versklavten sie sie und machten ihnen ihr Leben durch schwere Arbeit bitter. Nach 430 Jahren in Ägypten führte Mose sie aus ihrer Knechtschaft durch das Rote Meer nach Arabien, wo sie auf dem Berg Sinai die 10 Gebote Gottes empfingen. Der Generation der Israeliten, die Ägypten mit Moses verlassen hatte, war es nicht vergönnt, das gelobte Land zu betreten, weil sie nicht an Gott glaubte. Sie war gezwungen, 40 Jahre in der Wüste umherzuwandern, bis eine neue Generation heranwuchs, die auf Gott vertraute und mit Josua als Anführer das gelobte Land eroberte. Die 12 Stämme Israels wurden ca. 400 Jahre lang von den Richtern nach dem Gesetz Moses regiert. Als sie, wie alle anderen Nationen, einen König wollten, ernannte Gott Saul zu ihrem König. Er regierte 40 Jahre über sie, gefolgt von König David und dessen Sohn Salomo, die ebenfalls jeweils 40 Jahre herrschten. Das Königreich Israel erlebte während der Regierung von König Salomo seine Blütezeit und der erste Tempel wurde gebaut. Als sich Salomo jedoch im hohen Alter von Gott abwandte, sagte ihm Gott, dass 10 der israelitischen Stämme nicht von seinem Sohn regiert werden würden. Nach dem Tod von Salomo spaltete sich das Königreich Israel auf und die 10 Stämme im Norden wurden von gottlosen Königen regiert, die nicht von David und Salomo abstammten. Dieses Nordreich mit Samaria als Hauptstadt behielt den Namen Israel bei. Das kleinere Südreich hingegen war als Juda bekannt und wurde mit seiner Hauptstadt Jerusalem von den Nachkommen Davids regiert. Ab dem 2. Buch der Könige, Kapitel 16, wird das Volk im Südreich nach dem Namen des Königreichs Juda als Juden bezeichnet. Wegen seiner Gottlosigkeit wurde das Nordreich Israel von den Assyrern erobert und seine Bewohner gefangen genommen. Die Israeliten, die übrig blieben, vermischten sich mit den heidnischen Völkern, die in das Land einfielen und es besetzten. Sie sind später als Samariter bekannt. Die 10 Stämme des israelitischen Nordreiches werden jedoch nie wieder eine Nation sein. Als Strafe für die Anbetung anderer Götter wurde das Südreich Juda von Babylon erobert und der Tempel zerstört. Nach 70 Jahren kehrten die Juden jedoch nach Juda zurück, bauten den Tempel in Jerusalem wieder auf und wurden von Königen regiert, die von David abstammten. Zur Zeit von Jesus war die Nation von Juda als Judäa bekannt und stand unter römischer Herrschaft. Jesus Christus und seine Jünger verbreiteten das Evangelium in ganz Judäa auf der Suche nach den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Nach 3,5 Jahren des geistlichen Wirkens lehnten die Juden Jesus als ihren Messias ab und überredeten den römischen Statthalter, ihn zu kreuzigen. 3 Tage später stand er von den Toten auf und zeigte sich seinen Jüngern lebend, bevor er zu Rechten seines Vaters in den Himmel aufstieg. Kurz vor seiner Kreuzigung prophezeite Jesus, dass Jerusalem als Strafe für seine Ablehnung niedergebrannt, der Tempel zerstört und die Juden unter alle Völker gefangen weggeführt werden. Die Prophezeiung erfüllte sich 70 nach Christus, als der spätere römische Kaiser Titus Jerusalem eroberte. Die Juden wurden für über 1800 Jahre in alle Himmelsrichtungen verstreut. Dann, im Jahre 1948, geschah das Unglaubliche. Der Staat Israel wurde gegründet und die Juden herrschten erneut über das gelobte Land. Viele Christen verkündeten, dass dies ein Wunder und der Segen Gottes sei. Aber war es wirklich der Segen Gottes oder waren dunkle Mächte am Werk? Dieser Film kennt die Antwort.
Um die Gründung des modernen Staates Israels zu verstehen, muss man die Geschichte der Juden verstehen. Von 70 nach Christus bis heute. Und man muss verstehen, dass ihre Religion in keiner Weise mehr auf der Bibel basiert. Seit der Zerstörung des Tempels führen sie zum Beispiel keine Tieropfer mehr durch. Was die Tieropfer betrifft, so wurden sie abgeschafft. Vollendet. Und was sich im Judentum entwickelt hat, ist das Gebetsystem. Das ist ein Satz geworden. Nun, ich glaube, das war der Beginn der Modernisierung. Als der Tempel zerstört wurde, hatten die Juden keinen zentralen Ort mehr. Sie waren verstreut. Sie veränderten buchstäblich das Wesen des Judentums und diese tragbare Form des Judentums führte zu einem Wandel vom priestlichen Judentum zum rabbinischen Judentum. Das Judentum hörte auf, die Religion des Alten Testaments zu sein und begann, die Religion der Rabbiner und ihre Traditionen zu sein, oder das, was sie die mündliche Tora nennen. Der Talmud ist die heilige Schrift der Juden. Es sind die mündlichen Aussprüche der Rabbiner. Er ist bekannt als die Weisheit der Rabbiner. Der Talmud ist eine Sammlung, eine Zusammenstellung aller großen Diskussionen, die vom 2. Jahrhundert vor Christus bis zum 5. Jahrhundert nach Christus stattfanden. Es ist eine Art Enzyklopädie des jüdischen Wissens. Am besten könnte man ihn als das jüdische Wikipedia der Jahrhunderte bezeichnen. Ah, echt? Ja! Denn viele Menschen haben daran mitgewirkt. Okay. Es wurde nicht von einer einzigen Person geschrieben. Mehrere hundert Gelehrte, hunderte von Autoren. Dem Judentum zufolge wurde das mündliche Gesetz oder das, was später als Talmud bekannt wurde, den 70 Ältesten gegeben, die zum Fuß des Berges Sinai kamen, aber nicht weitergehen durften. Die Pharisäer glaubten, dass diese 70 Ältesten eine viel umfassendere und tiefere Offenbarung als Mose erhalten hatten, die nicht aufgeschrieben werden sollte, sie sollte nur mündlich weitergegeben werden. Diese mündlichen Überlieferungen hatten Vorrang vor der schriftlichen Tora, was wir als 1. bis 5. Mose kennen. Belege dafür finden sich im Talmud selbst. Eruben 21b. Mein Sohn, achte mehr auf die Einhaltung der Worte der Schriftgelehrten als auf die Worte der Tora. Das ist das, was die Orthodoxen von den Nicht-Orthodoxen unterscheiden. Die Nicht-Orthodoxen sehen den Talmud eher als menschengemachten, mehr von Menschenhand entwickeln und so weiter. Aber sie glauben, dass der Talmud von Gott inspiriert ist. Er ist von Gott inspiriert. Alles, was mit der Schrift zu tun hat, wird als Wort Gottes angesehen von einem Großteil der... Auch das Talmud, oder? Ja. Er sagte, ihr glaubt nicht an die Religion von Moses. Ihr habt als eure Religion, sagte er den Juden, ihr habt als eure Religion die Traditionen der Ältesten. In Markus Kapitel 7, Vers 7 sagt Jesus über die Pharisäer: Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und der Talmud ist die Lehre der Menschen. Es ist nicht möglich, dass ein normaler Mensch, der nicht ausgebildet ist, den Talmud zu lesen. Um das mündliche Gesetz zu verstehen, man braucht einen Lehrer. Hat ein typischer Rabbiner den gesamten Talmud gelesen? Ich weiß nicht, es kommt drauf an, was Sie studiert haben. Haben Sie es gelesen? Ich würde nicht sagen, dass ich alles gelesen habe, aber ich habe einige gelesen. Sie haben viel davon gelesen. Ja, ich bin sicher, dass Menschen, die sich nur dem Studium widmen, das auch getan haben. Die Juden haben im Laufe der Geschichte immer gewusst, dass es die Christen sehr wütend machen würde, wenn sie wüssten, was im Talmud steht. Und so konnten die Juden ihre blasphemischsten Aussagen über den Herrn Jesus Christus verbergen, weil die Menschen kein Hebräisch sprachen. Das ist es, was sie über Jesus sagen im Talmud. Es gibt darin Abschnitte über Jesus. Tatsächlich gibt es ein ganzes Buch, das geschrieben wurde. Vom Direktor für Judaistik an der Princeton-Universität. Dr. Schäfer, ein Jude. Er hat ein Buch geschrieben, Jesus im Talmud. Wenn du also wissen willst, was Jesus mit dem Talmud zu tun hat, dann hol dir sein Buch, Jesus im Talmud, von Dr. Schäfer. Peter Schäfer ist der Leiter der Judaistik an der Princeton-Universität. In seinem Buch Jesus im Talmud dokumentiert und analysiert er jedes Mal, wenn Jesus in den Seiten des Talmuds erwähnt wird. Denk daran, dass der Talmud hunderte von Jahren nach Christi Geburt geschrieben wurde. Und deshalb enthält er Bezüge auf Jesus, und zwar hasserfüllte, blasphemische Bezüge. Dem Talmud zufolge war Jesus das Produkt eines Ehebruchs, der unehrliche Sohn von Maria und einem römischen Soldaten namens Pantera. Er verbrachte sein frühes Leben in Ägypten, wo er schwarze Magie, Götzendienst und Zauberei lernte. Jesus
sei von einer Hure geboren. Maria sei eine Hure gewesen. Sie hätte Sex mit mehreren Männern gehabt. Der Vater sei ein römischer Centurio gewesen. Der Talmud lästert weiter über den Herrn Jesus, indem er ihn einen Narren nennt und ihn mit alttestamentarischen Schurken wie Bileam, Ahitophel, Dög und Gehasi vergleicht. Spricht der Talmud davon, dass die Juden Jesus getötet haben? Wage aber, Maimonides glaubte, dass die Juden ihn umbrachten. Dass die Juden ihn wegen bestimmter seiner Lehren hinrichteten. Glauben Sie, dass die Juden Jesus getötet haben? Es ist möglich, dass die Juden Jesus getötet haben. Nehmen wir an, sie haben es getan. Vielleicht hat er den Tod verdient. Er war ein Unruhestifter. Nehmen wir an, wir haben es getan. Wir haben also jemanden getötet. Der Talmud freut sich sogar darüber, dass Jesus jung gestorben ist. Es heißt dort, hast du gehört, wie alt Bileam war? Er antwortete, blutige und betrügerische Menschen werden die Hälfte ihrer Tage nicht erleben. Daraus folgt, dass er 33 oder 34 Jahre alt war. Moment mal, da steht doch Bileam und nicht Jesus. Aber siehe dich die Fußnote am Ende der Seite an. Bileam wird im Talmud häufig als Typus für Jesus verwendet. Und nicht nur das, in der jüdischen Enzyklopädie, Band 2, Seite 469, heißt es unter Bileam, Bileam wird auf Jesus übertragen, in Sanhedrin 106b und Gittin 57a. Peter Schäfer stellt in seinem Buch Jesus im Talmud fest, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass sich die Erzählung über die Hinrichtung im Talmud auf Jesus bezieht. In der Tat heißt es in dem Buch, es gibt keinen Grund, sich zu schämen, weil wir einen Gotteslästerer und Götzendiener rechtmäßig getötet haben. Jesus hat den Tod verdient und er hat bekommen, was er verdient hat. An anderer Stelle heißt es, er war ein Gotteslästerer und Götzendiener. Und obwohl es den Römern wahrscheinlich egal war, bestanden wir darauf, dass er bekam, was er verdiente. Wir haben sogar den römischen Statthalter davon überzeugt, oder genauer gesagt gezwungen es zu akzeptieren, dass dieser Ketzer und Hochstapler hingerichtet werden musste. Und wir sind stolz darauf. In einem Artikel, der in Publishers Weekly zu seinem neuen Buch erschien, sagte Schäfer, ich möchte dem jüdisch-christlichen Dialog nicht schaden, aber Dialog erfordert Ehrlichkeit und ich versuche ehrlich zu sein. Es gibt heutzutage messianische Juden, die den Talmud nehmen und ihn christlich machen wollen. Wie kannst du ein verdammungswürdiges Buch nehmen und es christlich machen wollen? All diese Lügen über Jesus stehen da drin. Die Kirchenväter machten die Juden verantwortlich für den Tod Jesu und das ist das Werk des Paulus. Es war Paulus, der gesagt hat, im Brief an die Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 14 und 15. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet. Das hat leider den Geist von Generationen von Christen vergiftet. Wussten sie das? Das ist Paulus. Ja. Bis heute glauben 26% aller Amerikaner, dass die Juden für den Tod Jesu verantwortlich waren. Als Mel Gibson seinen Film Die Passion Christi veröffentlichte, oh, er ist ein Antisemit, was für eine schreckliche Person. Er sagte, dass die Juden Jesus getötet haben. Nun, das ist es, was die Bibel sagt. Als der Film Die Passion Christi gezeigt wurde, stieg er von 26% auf 36%. Die Menschen sind so leichtgläubig. Er stellt die Juden als böse Menschen dar, was Unsinn ist. Die Juden nennen dies den Mythos, dass die Juden Jesus getötet haben. Lass mich dir sagen, die Tatsache, dass die Juden Jesus getötet haben, ist kein Mythos. Die Christen haben es geglaubt und sie glauben es heute noch. Sie glauben es heute noch. Es hat sich in ihren Köpfen festgesetzt. Sie gaben alle Juden die Schuld, obwohl die meisten Juden nicht dabei waren. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 3, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Sohn Jesus verehrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Hier predigt er zu Tausenden von Juden. Und er sagt, und nun ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Warte mal, ich dachte, es waren nur die Obersten. Nein, er sagte,
Ihr habt es getan, wie auch eure Obersten. Das heißt, es waren nicht nur die Machthaber, sondern auch das Volk. Wenn wir die Bibel lesen, dann schreit das Volk. Ein Massenauflauf von Tausenden und Abertausenden von Juden schreit: Kreuzige ihn! Und er sagt, soll ich euren König kreuzigen? Wir haben keinen König außer Kaiser. Ich bin frei vom Blut dieses Gerechten, sagte der römische Pilatus. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Das haben sie gesagt. Im Talmud steht, dass Jesus das Judentum korrumpiert hat. Und als Strafe für seine Verbrechen jetzt in der Hölle für immer in feurigen Exkrementen verbrennt. Sie hassen Jesus Christus, sie hassen den Namen. Ich denke, das liegt daran, dass sie Kinder des Teufels sind, nicht Kinder Gottes. Also der Teufel denkt an den Hass, den er auf Christus hat. Was werden seine Kinder dann haben? Der durchschnittliche Jude glaubt, dass das Alte Testament ein wunderbares Buch von Mythen ist. Und Geschichten, die eine gute Bedeutung haben. No. Man könne das Alte Testament nur verstehen, indem man den Talmud und die Kabbala studiert. Die Juden hören auf, an die Tora zu glauben. Ab 1. Mose Kapitel 1. Ich glaube, dass die Schöpfung ein Entwurf ist, der nicht endet. Die Evolution ist Teil des Prozesses. Wissen Sie, es gibt Leute, die von der Urknalltheorie sprechen. Ich habe keinen Streit mit ihnen. Sie nehmen also den Anfang von 1. Mose mit dem Garten Eden und der Schlangen nicht wörtlich? Nehmen Sie Nein, das wörtlich? Für mich sind sie Gleichnisse. Wenn man sich die wichtigsten Lehren der Bücher Mose ansieht, glauben die Juden nicht wirklich an irgendetwas davon. Die Beschneidung. Aua! Es ist ein wichtiger Teil des Judentums, oder? Richtig! Wenn ein Erwachsener zu mir kommt, um sich bekehren zu lassen und nicht beschnitten ist, dann ist das eine ganz einfache Sache. Ich nehme eine Nadel und steche einfach in die, so dass ein Tropfen Blut rauskommt und das reicht. Ist eher symbolisch. Richtig. Nur um die Bereitschaft zu zeigen, Teil dieses Bundes zu sein. Sie entfernen also nicht die ganze Vorhaut. Nein. Sondern sie machen nur eine symbolische. Ganz genau. In der Tora war Abraham 99 Jahre alt, als er beschnitten wurde. Und sein Sohn Ishmael war 13, richtig? Aber heutzutage macht man das nicht mehr, oder? Ja, nicht mehr. Heute praktizieren Christen die Beschneidung nicht. Aber die Juden sagen, dass sie immer noch das mosaische Gesetz befolgen. Und wenn sie es wirklich befolgen würden, müssten sie die Vorhaut entfernen und den Konvertiten beschneiden. Das ist, was die Tora lehrt. Ich habe so oft gehört, dass gesagt wurde, oh, die Juden glauben nur an das Alte Testament. Sie glauben an alles, was wir tun, nur ohne Jesus. Und das ist eine Lüge. Sie glauben nicht an Gott. Sie glauben nicht an Jesus Christus. Sie glauben nicht an das Alte Testament. Und sie glauben nicht an das Neue Testament. Sie glauben an nichts davon. Und wie wird bestimmt, was gut und was schlecht ist? Das nennt man Zivilisation. Die Menschen kommen zusammen und beschließen, du sollst nicht stehlen. Also sagt die Zivilisation, das ist schlecht. So misst man das Gute. Wenn du aus einer Gesellschaft kommst, in der Stehlen gut ist, dann ist das die Art und Weise, wie diese Zivilisation gut von schlecht unterscheidet. Wenn du nicht stehlst, bist du schlecht. Wenn du stehlst, bist du ein Teil von uns. Gibt es ein absolutes Richtig und Falsch, bei dem Stehlen immer falsch ist, weil Gott es gesagt hat? Meiner Meinung nach gibt es keine. Die Bibel sagt in Johannes 5, Vers 46, denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Jesus sagt den Juden seiner Zeit, dass sie Mose nicht geglaubt haben. Ihr ganzer Anspruch war, dass sie Mose glauben und sie glauben ihm nicht. Aber er erklärt hier, dass wenn ihr nicht an ihn glaubt, dann glaubt ihr auch nicht an Mose. Wir praktizieren anders, wir glauben anders und vielleicht ist unsere Herangehensweise anders, aber das Ziel ist das gleiche. Wir versuchen Gott zu erreichen, das ist das ganze Ziel. Sie glauben also, dass alle Religionen dasselbe Ziel haben, nur auf unterschiedlichen Wegen dorthin gelangen, genau, oder? Genau, und verschiedene Wege dorthin und verschiedene Auffassungen davon, wie sie dorthin gelangen. Aber das macht den einen nicht besser als den anderen. Es gibt nicht den einen Weg zu Gott, es gibt nicht das eine Verständnis von Gott. Um Gott zu verstehen, müssen wir uns gegenseitig verstehen. Wir müssen uns selbst verstehen. Es gibt keine Erlösung, die man verwandelt. Man tut, was richtig ist und rettet sich selbst in jedem Augenblick.
Gott ist nicht im Himmel. Wenn mir jemand erzählt, dass seine Seele im Himmel ist, was weiß er denn? Von den Seelen, den geistigen Seelen der Menschen im Himmel. Das ist etwas für Kinder. Du musst es ihnen auf diese Weise sagen. Warum ist Opa heute nicht nach Hause gekommen? Oh, er ist im Himmel. Was ist mit der Hölle? Ist die Hölle etwas, das Teil des Judentums ist oder nicht? Ein Ort der feurigen Bestrafung? Ich bin in der Hölle gewesen. Was wir Hölle nennen, ist das Tal von Hinnom. Tophet, oder? Es gibt einen Ort direkt außerhalb von Jerusalem. Der Tal der Söhne Hinnoms genannt wird. Es war ein Ort, an dem die Heiden Menschenopfer darbrachten und durch Extrapolation irgendwie stellten sie sich vor, dass es irgendwo im Universum einen solchen Ort gibt, an den die bösen Menschen gehen. Sie glauben also nicht, dass das Alte Testament irgendeine buchstäbliche Hölle lehrt? Nein. Okay, alles klar. Viele Leute sagen, dass du ein schlechtes Leben haben wirst, wenn du etwas nicht tust oder dass du in die Unterwelt kommst. Die Hölle. Richtig, nun, wir glauben das sowieso nicht, aber mein Gefühl ist ein anderes. Wenn die Juden nicht an die Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 1 glauben, sie glauben die Geschichte von Adam und Eva nicht wörtlich, sie glauben nicht an Noah, sie glauben nicht an den Turm von Babel, sie spotten über diese Geschichten, sie glauben nicht an die Beschneidung von Erwachsenen, sie glauben nicht an die Tieropfer, an welchen Teil der Tora glauben sie dann? Dies ist angeblich ihr erhabenstes Buch. Doch wenn man sich alle Einzelheiten dessen ansieht, was die Tora lehrt, glauben sie nichts davon. Heute gibt es viele evangelikale Christen, die sehr pro-israelisch sind, sehr. Die Christen sind einfach sehr eifrig in ihrer Unterstützung für Israel. War das in der Geschichte schon immer so? Oh Gott, nein. Oder ist das etwas Neues? Nein, das war in der Geschichte nicht immer so. Traditionell war das Christentum sehr antisemitisch. Das Phänomen der christlichen Zionisten ist relativ neu. Sie behaupten, dass die Juden Gottes auserwähltes Volk sind und es immer sein werden. Sagen wir, sind der Augapfel Gottes. Und das ist etwas Neues, oder? Ja, ich würde sagen, ein paar hundert Jahre. Das geht nicht ganz so weit zurück. Ersatztheologie hat im Christentum eine sehr wichtige Rolle gespielt. Was ist Ersatztheologie? Ersatztheologie ist die Wurzel und Zweig des christlichen Antisemitismus. Es ist wie ein Virus in der Kirche. Im Grunde genommen sagt sie aus, die Kirche hat Israel überflüssig gemacht. Diese Theologie, die dem jüdischen Volk sein Land abspricht und es mit der Kirche ersetzt, dem neuen und wahrhaftig spirituellen Israel, ist extrem gefährlich, denn ich glaube, darin liegt die Wurzel des Antisemitismus. Viele Theologen haben im Laufe der Jahrhunderte die Ersatztheologie gepredigt. Können Sie einige nennen, die das gepredigt haben? Ich habe ihr alles über Johannes Chrysostomus. Er ist der größte Antisemit der Kirche. Die Synagoge ist schlimmer als ein Hurenhaus. Sie ist die Stätte der Schurken und Einkehr wilder Tiere. Der Tempel von Dämonen, die sich Götzenkulten verschrieben haben. Die Zuflucht von Lüstlingen und die Höhle des Teufels. Sie ist eine kriminelle Versammlung von Juden. Ein Ort, wo die Mörder Christi sich treffen. Eine Stätte von Dieben, eine Wohnung des Unrechts. Zuflucht von Teufel, ein Strom und Abgrund des Verderbens. Ich würde das Gleiche über ihre Seelen sagen. Sie haben die Juden dämonisiert. Das ist immer noch in den Köpfen viele Menschen besetzt. Im Laufe der Geschichte haben die Christen die Juden nicht als Gottes auserwähltes Volk betrachtet. Sie betrachteten sie als ein Volk, das Christus abgelehnt hat und deshalb von Gott verworfen wurde. Das letzte Buch, das Martin Luther vor seinem Tod schrieb, trug den Titel von Juden und ihren Lügen. Und in diesem Buch führte er alle möglichen biblischen Argumente an, warum die Juden nicht Gottes auserwähltes Volk sind.
und er entlarvt auch viele der gotteslästerlichen Lehren des Talmuds. In seiner allerletzten Predigt predigte er über die Juden und er sagte, die Juden hassen unseren Herrn und Retter, Jesus Christus, und durch ihr perfides Verhalten. Und er sagte, sie erschaffen allerlei Strategien und Tricks, um uns zu täuschen. Und er wurde so wütend, dass er tatsächlich sagte, wir sollten hingehen und alle Exemplare ihres Talmuds verbrennen. Er war erzürnt über den Talmud. Natürlich betrachten die Juden ihn heutzutage als einen großen Antisemiten. Sankt Augustinus war nicht besser. Er war auch antisemitisch? Ja, genau. Er war sehr erniedrigend. All das ist reiner Hass. Es spielt keine Rolle, ob du Johannes Chrysostomus, dem heiligen Augustinus, Petrus dem Ehrwürdigen, Martin Luther, John Calvin zuhörst. Nenne den Kirchenväter, nenne den protestantischen Führer in der Geschichte. Die alle sagen dasselbe über die Juden. Sie sind die Synagoge des Satans, eine falsche Religion. Diese Lehre, dass die Juden immer noch Gottes auserwähltes Volk sind, ist eine neue Lehre. Weißt du, vor dem späten 19. Jahrhundert begriff jeder, worüber wir gerade sprechen. Aber etwas fing an, sich zu ändern. Zunächst mit Dr. Cyrus Scofield. C.I. Scofield war ein geschiedener Mann. Und er hatte Probleme mit Alkohol. Er war ein Anwalt, der zum Prediger wurde. Er verließ seine erste Frau Leontine Sierre im Jahr 1883. Das ist das Jahr, nachdem er sein erstes Buch, Das Wort der Wahrheit, richtig teilen, schrieb. 1882 schreibt er also sein erstes Buch. Und ein Jahr später verlässt er seine erste Frau, heiratet eine andere Frau und wird ein Pastor in Texas. Sehr berühmt, sehr beliebt. Scofields Bibel wurde mit finanzieller Unterstützung prominenter Geschäftsleute herausgegeben, von denen einige fragwürdige religiöse Bindungen hatten. Er hatte jüdische Gefolgsleute, die ihn zu einem Mitglied eines Clubs gemacht hatten, und zwar des Lotus Clubs. Eine Art Geheimgesellschaft. Und plötzlich hatte er viel Geld. Dieser korrupte Rechtsanwalt, der seine Frau verlassen hatte und schuldig erfunden wurde in mehreren Vergehen als ein korrupter Anwalt. Aber Scofield bekam Geld und die Oxford-Gruppe aus England veröffentlichte seine Bibel. Warum sollten sie einen korrupten Anwalt nehmen und ihn den Herausgeber einer Bibel machen? Und dann hatten sie auf einmal Millionen von Dollars, um sie zu bewerben. Mit so einem Geldbetrag wurde die Bibel ein großer Erfolg. Und im Grunde genommen wurde dadurch der Deal besiegelt. Für die Juden. Die Scofield-Referenzbibel ist sehr pro-israelisch, sehr zionistisch. Und dieses Buch hat mehr als jedes andere Buch das Denken einer ganzen Generation von jungen Predigern verändert. Ein anderer Glaube, den Christen heute teilen, welcher ein falscher Glaube ist, den man nicht in der Bibel findet, ist der Glaube, dass wir als Christen Israel segnen sollten. Sie beziehen sich dabei auf das, was sie den abrahamischen Bund nennen. Sie beziehen sich auf Genesis 12 und sagen, oh, wenn wir Gottes Segen wollen, dann müssen wir Israel segnen. 1. Mose 12, 1-3 ist die Schlüsselstelle, in der Gott Abraham beruft und segnet. Dort heißt es, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Nun, nach dieser Passage schließt Gott einen Bund mit Abraham und sagt zu Abraham, ich will dich segnen. Das Wort dich ist Singular. Er spricht zu Abraham. Nun, in Scofields Fußnoten wendet er diesen Segen auf die zukünftige Nation Israel an. Aber das lehrt die Bibel nicht. Viele evangelische Christen beziehen ihre Lehre über Israel heute nicht aus dem Neuen Testament. Sie beziehen sie aus den Fußnoten der Scofield-Referenzbibel. Wenn du die Verheißungen liest, die Abraham im Alten Testament gegeben wurden, musst du dir klar machen, was die Bibel im Galater 3,16 lehrt. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Wenn wir nun an dieser Stelle aufhören würden, könnten alle Christen oder Zionisten oder wer auch immer sagen, guck mal, es war für Abraham und seinen Samen, aber der Vers geht weiter. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem. Und dein Samen, und dieser ist Christus. Nach der Bibel wurden die Verheißungen, die Abraham gegeben wurden, Abraham gegeben,
und Christus gegeben. Und die Bibel sagt in Vers 29, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Nach der Bibel sind wir als Christen, ob wir nun Jude oder Heide sind, die Erben der Verheißungen, die Abraham gegeben wurden. Diejenigen, die heute im Nahen Osten in der Nation Israel leben, sind nicht in Christus. 99% von ihnen glauben nicht an Jesus Christus. Deshalb sind sie nicht der Same Abrahams. Deshalb gilt 1. Mose 12, 1-3 nicht für sie. Die Leute werden sagen, nun wir müssen Israel unterstützen, wenn wir Gottes Segen wollen. Wenn wir Gottes Segen für unsere Kirche, unsere Nation wollen, müssen wir ein psychisches Israel unterstützen. Wenn du die letzten 60 Jahre der amerikanischen Geschichte zurückzählst, findest du da den Segen Gottes für unser Land? Zum Beispiel war Abtreibung damals legal? Wie hoch war unsere Schulden in den 1940er Jahren im Vergleich zu heute? Du kannst mich nicht davon überzeugen, dass der Segen Gottes auf dieses Land gefallen ist, weil ein Versprechen, eine psychische Gruppe von Menschen zu unterstützen, irgendwie mit dem Segen Gottes korreliert. Und nicht nur das, wenn man sich die Geschichte der Juden in den letzten 2000 Jahren ansieht, sind sie dann von Gott gesegnet worden? Nein, sie wurden verfolgt und gehasst in jedem Land, in dem sie waren. Dieses Buch hier enthält eine Liste aller Länder, aus denen die Juden in den letzten 9000 Jahren vertrieben wurden. Und wenn man sich die riesige Liste ansieht, muss man sich fragen, warum wurden sie überall, wo sie gelebt haben, so gehasst und verfolgt? Die Antwort lautet wegen ihrer Blasphemie gegenüber dem Christentum und wegen ihrer üblen Kreditvergabepraktiken. In den späten 1800er Jahren verschärfte sich die Verfolgung der Juden in Russland und anderswo. Und viele Juden begannen zu glauben, dass ihre einzige Hoffnung auf eine gedeihliche Zukunft darin bestünde, einen eigenen Staat zu besitzen. Dieser Glaube wurde als Zionismus bekannt. Der jüdische Staat war die Verwirklichung des großen Projekts von Theodor Herzl. Theodor Herzl. Der Gründer des Zionismus. Er kam auf die Idee, dass die Ursache des Antisemitismus darin liegt, dass die Juden keinen eigenen Staat haben. Und er schrieb ein kleines Büchlein, Judenstaat, und sagte, dass es nur einen Weg gibt, das jüdische Volk in der Zukunft zu schützen. Dass die Juden Europa verlassen und sich in ihrem Heimatland, dem Land Israels, niederlassen. Dieses Buch wurde die Bibel des Zionismus. Der Zionismus war die Entstehung der Hoffnung auf die Wiedergeburt. Es begann mit dem Ersten Weltkrieg, mit der Balfour-Erklärung. Die Balfour-Erklärung war sehr wichtig. Es war nicht nur ein Brief an einen Freund. Also das war ein sehr wichtiges Dokument. In Bezug auf den Ausdruck der britischen Politik. Die Balfour-Erklärung war ein Brief von Lord Balfour. An Lord Rothschild. Im Ersten Weltkrieg war die Türkei ein Verbündeter Deutschlands, das den Krieg verlor, sodass das türkisch-osmanische Reich aufgelöst wurde. Da das türkische Reich nach dem Ersten Weltkrieg aufgelöst wurde, schrieb der britische Lord Balfour eine Erklärung, ja, in der er erklärte, dass die Türkei ein Heimatland für die Juden sein sollte. Ja, das war der Beginn der größeren Einwanderung. Zehntausende von Juden aus Osteuropa ließen sich hauptsächlich in Israel nieder. Die Balfour-Erklärung war ein Brief, der an Lord Rothschild geschrieben wurde. Um die Balfour-Erklärung zu verstehen, müssen wir also wissen, wer Rothschild war. Geld ist Macht. Geld ist die einzige Waffe, mit der sich die Juden verteidigen können. Meyer Amschel Bauer, geboren 1744 in Frankfurt, war ein Geldverleiher und Goldschmied in der Judenstraße, dessen Geschäft ein Schild mit einem roten Hexagramm trug. Später änderte er seinen Namen in Rothschild, nach dem roten Schild an seinem Geschäft. Rothschild lernte bald, dass es profitabler war, Regierungen und Königen Geld zu leihen als Privatpersonen. Die Kredite waren nicht nur größer, sondern auch durch die Steuern der Nation gesichert. Rothschild hatte 5 Söhne, die er in den Fertigkeiten der Geldschöpfung ausbildete und in die großen Hauptstädte Europas schickte, um dort Filialen des Familienbankgeschäfts zu eröffnen. Ihr seid 5 Brüder. Ich will, dass jeder von euch eine Bank in verschiedenen Ländern aufbaut. Einer eröffnet eine Bank in Paris, einer in Wien, einer in London. Wählt die wichtigsten Zentren, damit ihr
wenn beispielsweise Geld von hier nach London geschickt wird, euer Leben und Gold nicht riskieren müsst. Amschel hier in Frankfurt schickt einfach einen Brief an Nathan in London, in dem steht, zahle so und so viel. Und das wird durch Kredite von London nach Frankfurt aufgewogen. Versteht ihr? Ja, Vater. In eurem Leben wird es viele Kriege in Europa geben. Und Nationen, die Geld versenden wollen, werden zu den Rothschilds kommen, weil es so sicher ist. Eure 5 Bankhäuser werden sich über Europa erstrecken. Aber ihr seid eine Firma, eine Familie, die Rothschilds, die immer zusammenarbeiten. Das wird eure Macht sein. Als Rothschild 1812 starb, hinterließ er ein Testament, in dem er seinen Söhnen vorschrieb, wie das Haus Rothschild geführt werden sollte. Alle Schlüsselpositionen im Haus Rothschild sollten von Mitgliedern der Familie besetzt werden. Die Familie sollte sich mit ihren eigenen Cousins und Cousinen ersten und zweiten Grades verheiraten, um das riesige Vermögen zu bewahren. Rothschilds Erben war es strengstens untersagt, die Höhe ihres Vermögens jemals offen zu legen. Die ganze Familie wurde von einer unersättlichen Gier nach der Anhäufung von Reichtum und Macht angetrieben. Sie finanzierten heimlich beide Seiten in verschiedenen europäischen Kriegen, beherrschten das europäische Bankwesen und war Mitte des 18. Jahrhunderts zur reichsten Familie der Welt geworden. Rothschild half bei der Gründung Israels und Rothschild war seit jeher der Unterstützer Israels. Was immer Rothschild will, er bekommt es. Man nimmt an, dass er der reichste Mensch der Welt war. Und ich habe wenig Zweifel daran. Obwohl die Balfour-Erklärung 1917 an Lord Rothschild übergeben wurde, sollte es bis 1947 dauern, bis der Plan für einen jüdischen Staat umgesetzt wurde. Es bedurfte erst der Schrecken des Zweiten Weltkriegs, um die öffentliche Meinung für die Schaffung eines jüdischen Staates im Land Palästina zu gewinnen. Im Jahr 1947 erklärten die Vereinten Nationen, dass es in Palästina 2 Staaten gegeben würde, einen jüdischen Staat und einen palästinensischen Staat. Die Delegation der Vereinigten Staaten unterstützt das Grundprinzip der einstimmigen Empfehlung der Vereinten Nationen, die eine Aufteilung und Immigration vorsehen. Später unterstützte Russland die Empfehlung der Vereinigten Staaten zur Aufteilung, während die arabischen Staaten Vergeltung androhten, als die Zukunft des Heiligen Lands in der Waagschale lag. Aber Israel wurde der erste Staat. Und sie erlaubten Palästina nie, ein Staat zu werden. Sie stellten also sicher, dass der Plan der Vereinten Nationen nie wirklich umgesetzt wurde. Am 14. Mai 1948, David Ben-Gurion, Vorsitzender der zionistischen Organisation, verkündete die Gründung des jüdischen Staates im Lande Israel. Im Mai 1948 wurde ein neuer jüdischer Staat Israel nach einem blutigen Kampf geboren. Jüdische Truppen betrieben die arabischen Streitkräfte aus der Stadt Haifa, im ersten in einer Reihe von Kämpfen, die jahrelang nachwirkten. Die neue Regierung unter Vorsitz von David Ben-Gurion wird in Tel Aviv eingesetzt. Zum ersten Mal seit der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus durch die römische Religion ist das jüdische Volk wieder eine eigene Nation. Viele Christen heutzutage glauben, dass es Gott war, der die Nation Israel zurückbrachte und Gott hat dieses wunderbare Werk getan. Aber war es wirklich der Wille Gottes, diese Menschen nach Israel zurückzubringen? Oder war es nicht eher der Wille der Vereinten Nationen? Die Bibel sagt in Hebräer 4 sehr deutlich, dass sie, als sie zum ersten Mal in das gelobte Land kamen, wegen ihres Unglaubens nicht hineingehen konnten. Dann 40 Jahre später durften ihre Kinder, die dem Herrn glaubten, in das gelobte Land einziehen. Später beteten sie dann andere Götter an. Und was tat Gott? Er vertrieb sie aus dem gelobten Land. Sie gingen für 70 Jahre nach Babylon. Als sie dann Buße taten und sich von ihren falschen Göttern abwandten, wurden sie in das gelobte Land zurückgebracht. Als sie dann Jesus Christus verwarfen, wurden sie wieder aus dem gelobten Land vertrieben. Und 1947 glaubten sie alle an den Herrn Jesus Christus und Gott brachte sie zurück in das gelobte Land. Ist das so geschehen? Nein. Haben sie an Christus geglaubt? Stelle dir diese Frage, war in Israel eine Erweckung im Gange? Haben die Menschen Jesus als ihren Messias angenommen? Die Antwort ist nein. Es war also nicht Gott, der Israel zurückbrachte. Er sagte, er würde sie zerstreuen, wenn sie sein Wort nicht halten würden. Und das tat er auch. Er sagte, er würde sie zurückbringen, wenn sie sich zu ihm bekehrten.
Sie haben sich nicht zu ihm bekehrt. Wenn es also nicht der Herr ist, der sie zurückgebracht hat, wer hat sie denn zurückgebracht? Es war der Geist des Antichristen, der sie in das gelobte Land zurückbrachte. Es waren die Vereinten Nationen, die sie in das gelobte Land zurückbrachten. So wurde die Geschichte geschrieben und der jüdische Staat Israel war geboren. Aus dem Konflikt gezeugt und gewaltsam entführt, ist Israel aufgeblüht und zu einer bedeutenden und konstruktiven Stimme in der Welt geworden. Seine Flagge wurde zu einem Symbol der Hoffnung in einer aufgewühlten Welt. Der Davidstern, woher kommt dieses Symbol? In der Bibel selbst wird das nie ausdrücklich erwähnt. Steht es im Talmud? Gibt es eine Stelle in der Bibel darüber, oder? Nein. Also, sind Sie nicht ganz sicher, woher das kommt, oder? Nein. Du hast mich erwischt. Ich weiß nicht. Ja, weil er Davidstern genannt wird. Naja. Hat er irgendetwas mit David zu tun? Ich glaube nicht. Das muss es irgendwo geben. Ich weiß nicht mehr genau, was die Verbindung war. Ich glaube, was sie Davidstern nennen, der Stern von Remphan ist. Denn wenn man die Bibel liest, sieht man, dass sie, als sie andere Götter anbeteten, in der Bibel davon sprechen, dass sie das Banner des Sterns ihres Gottes Remphan trugen. Ihr habt den Gott der Bibel abgelehnt. Ihr habt den Stern getragen. Das ist der sechszackige Stern eures Gottes. Remphan oder Kaivan genannt. All dies waren Namen für Moloch, der große Baal, der große Feuergott, der Teufel ist. Beelzebub. Das ist richtig, Beelzebub. Und sie waren schockiert darüber. Nun, wer ist dieser Sternengott? Wenn sie nur das Alte Testament lesen würden, wüssten sie es. In Amos sagte Gott, ihr habt den Stern getragen. Und ihr habt mich zornig damit gemacht. Und ihr habt tatsächlich eure eigenen Kinder geopfert. Eurem Sternengott. Dem Feuer. Die Juden haben ihre eigenen Kinder, dem Sternengott, geopfert. Als sie einen falschen Gott anbeteten, hatten sie den Stern von Remphan als Ikone und als Symbol. Wir sehen in der Bibel nie einen Davidstern, sondern den Stern des falschen Gottes Remphan. Und so wissen wir heute, dass sie nicht den wahren Gott verehren. Denn die Bibel sagt, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wenn die Juden nicht an den Sohn glauben, haben sie den Vater nicht. Wen haben sie dann? Jemand anderen, einen falschen Gott. Deshalb beten sie nicht denselben Gott an, den wir anbeten. Manche sagen nur, sie beten Gott den Vater an, aber sie erkennen Jesus nicht an. Aber die Bibel lehrt, dass es unmöglich ist, den Vater anzubeten, wenn man den Sohn nicht anerkennt. Wenn wir zur Freimaurerbruderschaft zurückgehen, die Freimaurerei, ihr großes Symbol ist G. Schau dir den Stern auf dem Kompass an. Das ist ein stilisierter Davidstern. Tatsächlich haben sie den ganzen Davidstern in den Freimaurertempeln. Warum? Freimaurerei ist das Studium des Judentums und der Kabbala. Die jüdische Zeitung Tribune erklärte am 28. Oktober 1927, die Freimaurerei beruht auf dem Judentum. Streiche die Lehren des Judentums aus dem freimaurerischen Ritual und was bleibt übrig? Albert Pike schrieb in seinem Buch Morals and Dogma, dass die Kabbala die eigentliche Grundlage ist. Ohne die Kabbala hätten wir nicht die 33 Rituale der Freimaurerloge. Aber der Gott, den sie anbeten, der große Architekt, ist Moloch, der Sternengott. Wenn jemand mir erzählt, dass die Juden nicht mit einem großen Fluch belegt wurden, durch Jesus selbst, sie wurden verflucht. Johannes 8, Vers 37 ist interessant, denn dort sagt Jesus, ich weiß, dass ihr Abrahams Samen seid. Er erkennt also an, dass sie die biologischen Nachkommen Abrahams sind. Er sagt, ich weiß, dass ihr Abrahams Samen seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Sie antworten ihm und sprachen, Abraham ist unser Vater. Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Das ist interessant, denn in Vers 37 erkennt er an, dass sie Abrahams Same sind, dass sie biologische Nachkommen Abrahams sind. Aber in Vers 39 zweifelt er das an und sagt, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Er sagt also im Prinzip, dass sie nicht Abrahams Kinder sind, denn wie es später in der Textstelle geschrieben steht, ihr habt den Teufel zum Vater. Es ist also interessant, dass Jesus selbst sagt, dass man ein biologischer Nachkomme Abrahams und von Abrahams Same sein kann und er einen trotzdem nicht als Kind Abrahams betrachtet. Es gibt eine weitere Passage im Johannesevangelium. Okay. Johannes Kapitel 8.
Vers 44, wo er sagt, dass die Juden die Söhne des Teufels sind. Okay. Genau das hat er gepredigt. Wahnsinn. Jesus sagte, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Laut Jesus sind sie also von ihrem Vater, dem Teufel. Jesus glaubte, dass sie nicht Abraham folgten, sie folgten nicht Mose, sie folgten nicht den Propheten, sie folgten nicht Gott. Er sagt, dass sie ihrem Vater, dem Teufel, gefolgt sind. In Offenbarung 2 und 3 gibt es diese interessante Verse, in denen von ihnen die Rede ist, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Es ist einfach herauszufinden, wer die Synagoge des Satans ist. Es gibt nur eine Religion auf der Welt, die Synagogen benutzt. Das Judentum. Es ist sehr klar, wer sie sind. Wenn die Bibel sagt, dass sie sagen, sie seien Juden und sie sind es nicht. Nicht jeder auf dieser Welt sagt, ich bin eine Jude. Die, die Judentum praktizieren, sagen, dass sie Juden sind. Vielleicht sagst du, Pastor Anderson, sie sind wirklich Juden, wenn sie so sagen. Aber die Bibel sagt in Römer 2, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht, dass die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen. Im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Die Bibel sagt, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. In Gottes Augen sind sie also keine Juden, sondern die Synagoge des Satans. Die Bibel sagt in Offenbarung 3, siehe, ich gebe solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Warum sollte Gott die Synagoge des Satans dazu bringen, dass sie erkennt, dass Gott die Gemeinde in Philadelphia liebt? Weil die Juden denken, dass Gott nur sie liebt. Sie glauben nicht, dass Gott die Heiden in Philadelphia liebt. Und deshalb will Gott, dass die Synagoge des Satans erfährt, dass ich euch geliebt habe. Gott liebt die Kinder der Welt. Rote, gelbe, schwarze, weiße. Sie sind alle wertvoll. In 1. Johannes 2, 22 gibt uns die Bibel eine Definition der Sinn, was ein Antichrist ist. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Um zu glauben, dass Jesus nicht der Christus ist, muss man glauben, dass es einen Christus gibt und dass es nicht Jesus ist. Johannes 4 sagt uns, dass das Wort Messias Christus bedeutet. Die Frau im Brunnen sagte, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Also wissen wir, dass die Definition des Wortes Christus Messias ist. Wenn es also in 1. Johannes 2 heißt, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dann heißt das, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Messias ist? Welche Gruppe von Menschen glaubt, dass es einen Messias gibt, glaubt aber nicht, dass Jesus der Messias war? Wiederum sind es die Juden. Lass mich das sehen, ob ich das richtig formulieren kann. Die Jüdische glauben Jesus, natürlich glauben sie nicht, dass er der Messias war, aber glauben sie, dass er nur ein weiterer in einer langen Reihe von falschen Messiasen war? Wenn... Oder er überhaupt etwas behauptet hat, wenn oder... Wenn die Behauptung aufgestellt wurde, er sei der Messias, dann war er ein falscher Messias. Jesus hat nie gesagt, ich bin der Messias. Das jüdische Volk wäre an einem Messias interessiert gewesen. No. Sie warten auf ihn, sie wollen den Messias. Ja. Wenn er also einen der wirklichen Eigenschaften des Messias gehabt hätte, wären sie an ihm interessiert gewesen. Aber er hatte 12 Jünger, das ist nicht viel. Du sprichst über das Volk der Juden mit all den Gelehrten. Okay. Sie waren nicht für ihn zu gewinnen. Ja, sie haben nicht geglaubt. Überhaupt nicht. Die Christen haben die Idee eines gescheiterten Messias erfunden, obwohl er gescheitert ist. Und wir lehnen das ab. Wenn man versagt, ist man kein Messias. Sie suchen immer noch nach einem anderen Messias. Wir wissen, dass dieser andere Messias, der kommen wird, der Antichrist ist. Wie sieht ein jüdischer Messias aus? Ein sehr mächtiger König, der Frieden auf Erden schaffen wird. Man muss in der Lage sein, Frieden zu schaffen. Weltfrieden. Weltfrieden. Wenn der wahre Messias auf so dramatische Weise in Erscheinung tritt, dass er nicht mehr geleugnet werden kann, dann wird jeder anerkennen, dass er der wahre Messias ist. Jeder. Weltweit sogar die Nichtjuden, weil sie sich alle auf den Messias freuen. Also, wenn der Messias kommt, wird die ganze Welt an ihn glauben. Ja, die ganze Welt. Denn sein Ziel wird es sein, die ganze Welt zur richtigen Einhaltung zu bringen. Alle Völker werden nach Jerusalem strömen.
um von ihm zu lernen. Okay. Wird eine Ära des Weltfriedens einleiten. Der Messias wird eine ungeheure Persönlichkeit sein, die über großes Wissen und Fähigkeiten verfügt. Er wird auch ein großer Krieger sein. Er wird der Verteidiger der Juden sein und alle ihre Feinde auf Dauer besiegen. Wenn man sich anhört, wie die Juden ihren Messias beschreiben, zeichnen sie ein perfektes Bild von dem, was die Bibel als den Antichristen beschreibt. Er wird die ganze Welt erobern. Er wird Frieden durch Krieg bringen. Alle Religionen der Welt werden an ihn glauben. Er wird den Weltfrieden bringen. Er wird uns alle vereinen. So viele Christen sind wirklich nett und sie wissen einfach nicht, was sie tun. Weißt du, ich war bei einer Prophetiekonferenz in Florida. Und eine Dame kam zu mir und sie trug diesen Davidstern. Und ich fragte sie, warum sie den trägt. Und sie so, oh, das ist so wichtig, dass wir unsere Unterstützung für Israel zeigen. Wie zeigst du deine Unterstützung für Israel? Sie sagte, ich spende jeden Monat an die Tempelberg-Stiftung. Nun, das ist diese jüdische Gruppe. Und ich sagte, wissen Sie nicht, dass in 2. Thessalonicher Kapitel 2 die Bibel sagt, dass der Antichrist in diesen Tempel gehen wird und sich selbst zu Gott erklären wird? Und über jeden anderen Gott? Sie sagte, nun, ich helfe einfach, die Prophezeiungen der Bibel zu erfüllen. Richtig, das tun sie. Sie helfen, dem Antichristen zu kommen. Ich meine, wer würde das tun wollen? When a man comes and he fights the wars of Israel, defeats the enemies, builds a temple, peace on earth, the leader that did that, we will all kneel before the king. Do you know what I mean? Whoever that is. So your vision of that, you say it's a second coming. Okay. We say it's a first coming. Die Juden sind bereit, den Antichristen als ihren Messias zu akzeptieren. Doch wird den Christen gelehrt, dass in der Endzeit alle Juden an Jesus Christus glauben werden. Man kann hier sehr deutlich sehen, was der Teufel hier vorhat. Wenn die Juden den Antichristen als ihren Messias akzeptieren, dann werden alle abtrünnigen Christen darauf hinweisen und sagen, das ist das zweite Kommen von Jesus. Alle Juden glauben an ihn. Was ist das Ziel des Teufels mit dem Antichristen? Dass die Menschen glauben, dass er die Wiederkunft Jesu Christi ist. Und wie alle anderen Irrlehren, nehmen sie ein Vers völlig aus dem Zusammenhang. Sie nehmen das Ende von Römer 11 und den Anfang von Römer 11 völlig ignorieren und sie gehen direkt zum Ende, zu Vers 26, und so wird ganz Israel gerettet werden. Guck mal, genau da, in der Endzeit, wird jeder in Israel an Jesus glauben und gerettet werden. Aber sie vergessen, dass die Bibel uns gerade erst in Römer 9 gesagt hat, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Die leiblichen Nachkommen sind nicht das wahre Israel. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Es sind diejenigen, die an Jesus glauben, die Israel sind. Wie kann man einen unerlösten Menschen ansehen und sagen, sie sind Israel, wenn ganz Israel gerettet werden soll? Das bedeutet, dass jeder, der nicht gerettet ist, nicht Israel ist. Es ist der Antichrist, nicht Jesus Christus, aber der Antichrist, der vereinen wird, die Juden mit den falschen Christen und mit jeder anderen Religion der Welt. Damit die jüdische Antichrist alle Religionen der Welt vereinen kann, muss der Teufel das Mainstream-Christentum davon überzeugen, die Juden als Glaubensbrüder zu betrachten, obwohl sie Jesus Christus ablehnen und lästern. Fernsehprediger wie John Hagee ignorieren die klaren Lehren des Neuen Testaments und wenden die Verheißungen, die Abraham in 1. Mose 12 gegeben wurden, auf das moderne, Christus ablehnende Israel an. Jeder, der die biblische Ansicht vertritt, dass die Juden nicht mehr Gottes auserwähltes Volk sind, wird von den Medien als Antisemit abgestempelt. Israel's fight is our fight. We are one. We are united. We will not be discouraged. We will not be defeated. We will not be intimidated. We will not sit down. We will not be silent. We are the worst nightmare of the anti-Semites of the world. The victory is going to be ours. If you will not stand with Israel and the Jews, then I will not stand with you. Thank you, and God bless you. No, we stand with the people of Israel.
I am asking you to join with me and every Christian and every Jew and every freedom-loving American to demand that this president and Congress do whatever is necessary to eradicate the evil of ISIS and radical Islam from the face of the earth. It is time to act now. And I will bless them that bless you and curse him that curses you. You don't want to be an enemy of Israel. And in you shall all families of the earth be blessed. Yes, amen. You're either for or against her. You're one of the two. The man, the church, the nation that blesses the state of Israel, the Jewish people, will be blessed beyond measure. Blessing Israel doesn't just mean, so, well, I bless you. Yeah. You have to stand with them in their hour of need. Die Bibel sagt in 2. Johannes 9 bis 11, jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Und was tust du, wenn du jemandem Gottes Segen wünschst? Du segnest ihn. Das heutige evangelische Christentum sagt also, dass wir Israel segnen müssen, wenn wir wollen, dass Gott uns segnet. Aber 2. Johannes lehrt, dass wenn wir diejenigen segnen, die den Sohn Gottes leugnen, dann haben wir an ihren bösen Taten teil. Evangelikale machen natürlich einen großen Teil der amerikanischen Christenheit aus. Die südlichen Baptisten, die Pfingstler, die Assemblies of God, all dies sind sehr leidenschaftliche Gruppierungen. Und im Grunde genommen sind sie sehr pro-israelisch, pro-zionistisch und viele von ihnen verhindern tatsächlich, dass die Juden sich bekehren, indem sie sagen, oh, du brauchst nicht Jesus, du bist ein Jude. Im Houston Chronicle wurde John Hagee mit den Worten zitiert: Ich versuche nicht, das jüdische Volk zum christlichen Glauben zu bekehren. In die Nacht zu Ehren Israels gibt es nichts, was das tut. Tatsächlich ist der Versuch, Juden zu bekehren, eine Zeitverschwendung. Ein Jude, der seine Wurzeln im Judentum hat, wird nicht zum Christentum konvertieren. Jeder andere, ob Buddhist oder Baha'i, muss an Jesus glauben. Aber nicht Juden. Juden haben bereits einen Bund mit Gott, der nie durch das Christentum ersetzt worden ist. Und das ist das Antisemitischste, was man sagen kann. Evangelisiert die Juden nicht, dass wir die Juden in die Hölle schicken. Die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern den Zorn Gottes bleibt auf ihm. Aber John Hagee lehrt das, dass die Juden schon auf dem Weg sind und wir müssen sie nicht evangelisieren. John Hagee liegt völlig falsch. Die Bibel sagt uns, dass wir die Verlorenen gewinnen sollen und dass wir das Evangelium jeder Schöpfung predigen sollen. Wir haben schon gesehen, dass C.I. Scofield geschieden und wieder verheiratet war. John Hagee hat die gleiche Geschichte. Geschieden und wieder verheiratet mit einer anderen Frau. Und er leitet eine große Pfingstgemeinde, die Israel bis zum Götzendienst betont. Free is free indeed. Give him praise and glory in the house of God. From the 18,000 people who belong to his church in San Antonio, Texas, John Hagee today, to the 99 million homes he says tune into his weekly radio and television broadcast, John Hagee has built an empire sharing the gospel of Israel with evangelicals around the world. Jesus Christ. And as the leader of CUFAN, his power extends from the pulpit to politics. John Hagee ist ein verdammenswerter Irrlehrer, der lehrt, dass Jesus nicht auf diese Erde kam, um der Messias zu sein. In defense of Israel will shape Christian theology. It scripturally proves that the Jewish people as a whole did not reject Jesus as Messiah. It will also prove that Jesus did not come to earth to be the Messiah. It will prove that there was a Calvary conspiracy between Rome, the high priest and Herod to execute Jesus as an insurrectionist too dangerous to live. Since Jesus refused by word and deed to claim to be the Messiah, how can the Jews be blamed for rejecting what was never offered? Read it in this shocking expose in defense of Israel. This latest book by Pastor John Hagee is destined to generate lively discussions among Christians the world over. John Hagee ist weder ein unabhängiger Baptist noch ein Gläubiger der King James Bibel, so dass viele Leute, die diesen Dokumentarfilm sehen, sagen werden, nun, das ist nicht unser Typ. Okay, aber wie wäre es mit Sam Gibb?
der vor einem Jahr in einer Baptistengemeinde gepredigt hat. Weißt du, wie ich Jesus nie nenne? Ich nenne ihn nie meinen Messias. I never call him my Messiah. You know why? I say, oh, he's a Messiah. He's your Messiah. Unless you're a Jew, he's not your Messiah. Are you from Gentile stock? All right, we were never promised a Messiah. Sorry, aber Sam Gibb irrt. Wir mag sogar unter unabhängigen Baptisten beliebt sein. Aber das ist falsch. Egal wer was sagt, das Wort Gottes ist das Wort Gottes. Und wir lassen nicht zu, dass unser Lieblingsprediger, unser Lieblingsprofessor oder unser Lieblingslehrer Einfluss auf das nimmt, was das Wort Gottes tatsächlich sagt. Egal ob es Scofield oder John Hagee ist. Jesus Christus ist der Messias. Er ist mein Messias, er ist jedermanns Messias. Hagee fährt in dem Artikel des Houston Chronicle fort, viele christliche Theologen sind antisemitisch, weil sie sagen, dass der Bund mit den Juden nicht mehr besteht, dass die Juden durch das Christentum ersetzt worden sind und dass Israel kein amerikanisches Militär und keine Unterstützung verdient. Christliche Zionisten wie Hagee lehren nicht nur, dass Christen Israel unterstützen müssen, sie fordern auch, dass die US-Regierung Israel militärisch und finanziell unterstützt. Und weil evangelikale Christen einen großen Teil der Wählerschaft ausmachen, reisen Politiker pflichtbewusst nach Israel, um an der Klagemauer zum jüdischen Gott zu beten. There's a lot of socially conservative, evangelical Republican voters who care a lot about this issue. And if they can see Ted Cruz coming out on Fox News and saying, you know, I am 100% behind Israel, when they see that happening, a lot of conservative voters are going to say, hey, this Cruz guy is better than I thought. In fact, they just had the Christians United for Israel event, which is an organization of evangelical Christians that are very, very pro-Israel. This is an image, I think we have this, of Rand Paul praying with them. He's praying with the QV folks. Let me say this. Those who hate Israel hate America. And those who hate Jews hate Christians. So opposition to Israel is opposition to God. And I don't care what they believe and where they're at on the spiritual timeline, because it's not my problem. I have his back. And it doesn't matter what he does or where he's at. But as long as he calls upon the name of Yahweh, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, that's my brother. There's going to be, I think, a turn towards a more biblical Christianity, a more Jewish Christianity. And the lines between us, it was like, oh, those are Christians, those are Jews, are going to be like, oh, those are sort of like those are our brothers. Israel is grateful for the support of America's people and of America's presidents, from Harry Truman to Barack Obama. In fact, I am proud to say that no U.S. administration has done more in support of Israel's security than ours. None. Don't let anybody else tell you otherwise. It is a fact. We recognize Israel's right to defend itself and that it is right for America to stand with you. Therefore, it is time for America to embrace the words of Senator Joseph Lieberman and consider a military preemptive strike against Iran to prevent a nuclear holocaust in Israel and a nuclear attack in America. In 2. Chronik 19 wollte ein gottesfürchtiger König namens Josaphat dem israelischen Militär helfen. Gott sagte ihm in Vers 2 folgendes. Und Jehu, der Sohn Hananis, der Seher, ging hinaus ihm entgegen und sprach zum König Josaphat, solltest du so dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen? Deswegen ist Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Und wir wurden heute gesagt, dass wenn wir die Nation Israel unterstützen, werden wir von Gott gesegnet, laut 1. Mose 12. Aber in Wirklichkeit lehrt die Bibel, dass wenn wir einer gottlosen, bösen Nation wie Israel helfen, werden wir Gottes Zorn auf uns ziehen. Warum sollten wir als bibeltreue Christen die Nation Israel unterstützen, wenn die Nation Israel nicht einmal erlaubt, dass Christen in ihrem Land einwandern? Wenn jemand nach Israel einwandern will, muss er den Namen von Jesus Christus verleugnen. Um orthodoxer Jude zu werden oder das Recht auf Rückkehr zu erhalten, muss man dem Christentum abschwören, genau, oder? Genau, richtig. Man kann nicht Jude und Christ sein.
Entweder das eine oder das andere. Was den modernen Staat Israel betrifft, so erfordert er den Verzicht auf die frühere Religionszugehörigkeit und er erfordert eine Reihe von Ritualen, die dazu bestimmt sind, einen von seiner früheren Religionszugehörigkeit zu reinigen. Jemand, der kein Jude ist, hat dann nicht automatisch eine Einladung, nach Israel einzuwandern, oder? Nicht als Bürger. Okay. Richtig. Also, um nach Israel einzuwandern, müssten sie also dem Christentum abschwören, um Staatsbürger zu werden. Und sie müssen von einem orthodoxen Rabbiner konvertiert werden. Ich kenne persönlich einige Menschen, die nach Israel gingen im Glauben, Israel sei das gelobte Land und die Juden seien Gottes auserwähltes Volk. Mit dieser Überzeugung gingen sie nach Israel, um Juden von Christus zu überzeugen. Aber es ist in Israel illegal, Traktate zu verteilen und zu missionieren. Die Polizei schüchtert Missionare ein und droht sogar mit Verhaftungen und Abschiebungen. Die Bibel hat recht, wenn sie sagt, sie seien Feinde des Evangeliums. In Römer 11, Vers 28 steht, nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Wahl sind sie Geliebte um der Väter willen. Es steht doch hier im Wort Gottes, sie sind dem Evangelium nach Feinde. Im Juni 2014, während des Gay Pride Monats, hisste die Botschaft der Vereinigten Staaten die amerikanische Flagge. Und darunter wurde die Gay Pride Flagge gehisst. In den letzten Jahren wurde Tel Aviv von der schwulen Gemeinschaft selbst zur schwulen Stadt Nummer 1 in der Welt gewählt. Sie wählten Tel Aviv zur Nummer 1 in der Welt. Nicht San Francisco, nicht New York, sondern Tel Aviv. Warum unterstützen Christen heute die Nation von Sodom? We were established for the establishment of Israel. Our markings are all over. Take out a dollar out of your pocket. Look at the great seal. You'll notice in between the wingspan of the eagle, you will see the Star of David, made out of 13 stars. Now, why is the Star of David there? Around that star is the Shekinah glory cloudburst, symbolizing the Shekinah glory that was over the tabernacle. George Washington said, I want that to be on the dollar so that people will recognize the contribution that the Jewish people have made to the United States of America. Den heutigen Christen wird nicht nur beigebracht, pro-jüdisch und pro-Israel zu sein, auch die seltsamen Lehren des Talmuds und der Kabbala schleichen sich in die Kirchen ein und werden als christliche Lehre gelehrt. Zum Beispiel verwenden viele Pastoren den Begriff Shekinah, als ob es etwas aus dem hebräischen Alten Testament wäre, obwohl das Wort in Wirklichkeit kein einziges Mal in der Bibel vorkommt. Die Shekinah bezieht sich auf die göttliche Gegenwart. Es ist ein weibliches Wort, nicht männlich. For example, if Moses de Leon had come out and said, I have an idea, God is a woman, that might not have gone over so well. But now he was saying that the ancient Rabbi Shimon was teaching us about Shekinah, the feminine half of God, and her romance with her divine partner, the Holy One, blessed be he. Da gibt es den Glauben, dass Gott beides sein könnte, männlich und weiblich. Die Shekinah ist die innewohnende Gegenwart Gottes im Universum. Sie ist das, was ausgeht vom Wesen Gottes. Für die Juden sind die Shekinah und Gott ein und dasselbe. Und es ist fast verboten, sie zu trennen. Okay. Gott manifestiert sich einfach, männlich oder weiblich, in der Form der Inspiration der Shekinah. Die Shekinah stammt aus dem Talmud, etwas, das zum Judentum gehört, nicht zum Christentum. Und doch wie viele Baptistenprediger haben diesen Ausdruck Shekinah Gloria in der Gemeinde verwendet? Und er ist nicht einmal biblisch. Friends, we need to grasp this, that the Shekinah glory is in us. This presence that we talked about, this presence that came in this upper room to the disciples, this Shekinah glory, it's in us as believers. Die Bibel ist eindeutig, von Anfang bis Ende, dass Gott ein Er und keine Sie ist. Um zu lehren, dass Gott sowohl ein Er als auch eine Sie ist, hast du einen anderen Gott. Die christliche Bibel lehrt, dass der Mann als Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Und die Bibel sagt in 1. Korinther 11, denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken.
weil er Gottes Bild und Ehre ist, die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Nach 1. Korinther 11 soll der Mann sein Haupt nicht bedecken, weil der Mann das Ebenbild Gottes ist im Gegensatz zur Frau. Die Bibel sagt in 1. Mose 1, 27, und Gott schuf den Mann in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Sie wurden als Mann und Frau geschaffen, aber er ist ein Ebenbild Gottes. Was bedeutet das Bild Gottes? Anzusehen, wie Gott, als Jesus auf dieser Erde war, war er ein Mann. Und Gott, der Vater, ist männlich. Also, das ist eine blasphemische Lehre. Der New Age Mystik, die Mutter Erde und den weiblichen Geist anbetet und die Götten und die Kabbala und das neue Zeitalter. Daher kommt all dieses Zeug. Das ist die Form des Buchstaben Shin, hebräisches Alphabet Shin. Ein sehr interessanter Buchstabe in der Sprache. Es ist der erste Buchstabe im Wort Shaddai, der erste Buchstabe im Wort Shalom und der erste Buchstabe im Wort Shekhinah, was den weiblichen Aspekt Gottes bezeichnet. Lebe lang und glücklich, Bildnis von Sirach, Vater von allem, was wir als wahr erachten. Großartig. Die Menschen wissen nicht, dass sie einander damit segnen. Großartig. Wenn Christen die Informationen erfahren, die bisher in diesem Film präsentiert wurden, hängen viele immer noch an der Vorstellung, dass die Juden psychisch von Abraham, Isaak und Jakob abstammen und dass der Rest von uns alle Heiden sind. Aber ist es wirklich so? Der einzige Weg, wie eine Person beweisen könnte, dass sie Jude ist, wäre ein Stammbaum. In der Tat wissen die meisten der heutigen sogenannten Juden nicht, von welchem Stamm sie abstammen. Wissen die Menschen in der jüdischen Gemeinschaft, hey, ich bin ein Konvertit, oder hey, ich bin eigentlich aus dem Stamm Juda, oder dem Stamm Benjamin, oder dem Stamm... Was den Stamm betrifft, weiß ich nicht, zu welchem Stamm ich gehöre. Die Einzigen, die es wissen, sind die Goen. Sie wissen es, weil es vom Vater an den Sohn weitergegeben wird. Denn es gibt immer noch bestimmte Dinge, die die Kohenpriester, bestimmte Segnungen, die er sagt und so weiter. Sie haben also ihre Abstammung beibehalten. Ich selbst habe keine Ahnung, zu welchem Stamm meine Vorfahren gehören. Und Sie sagen, dass die meisten Juden wissen das nicht, oder? Niemand, das wurde nicht bewahrt. Nicht wichtig? Heute nicht mehr, nein. Okay. Wenn es einen Unterschied macht, wer von Israel abstammt und wer nicht, warum würde Gott uns dann lehren, Stammeslehre zu vermeiden? Die Bibel sagt in Titus 3, Vers 9, dass wir Geschlechtsregister vermeiden sollen. Es spielt keine Rolle, woher die leiblichen Vorfahren stammen. In Christus gibt es weder Jude noch Nicht-Jude. Die Bibel ist sehr klar, es gibt keinen Unterschied zwischen dem Juden und dem Griechen. Warum glauben wir heute, dass es einen solchen Unterschied gibt? Und wenn jemand von Abraham, Isaak und Jakob abstammt, gehören sie automatisch zu Gottes auserwählten Volk. Egal, ob sie an Jesus glauben oder nicht. Sie mögen im Fleisch beschnitten sein, aber die Bibel sagt, dass es die Beschneidung des Herzens und des Geistes ist, die einen Gottes Augen zu einem Juden macht. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 1, Vers 4, und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen. Guck mal, endlose Geschlechtsregister, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. In Titus sagt er, vermeidet Geschlechtsregistern. Und hier sagt er, vermeidet endlose Geschlechtsregistern. Ich zeige dir jetzt, warum sie endlos sind. Sie sind wirklich endlos. So sieht ein Stammbaum aus. Ganz unten steht nur eine Person, nämlich du. Du stammst von zwei Menschen ab, oder? Deine Mutter und deinem Vater. Wenn wir eine Generation zurückgehen, stammst du von zwei Menschen als direkte Vorfahren ab. Aber wenn wir eine weitere Generation zurückgehen, du hast nicht nur zwei, sondern vier Großeltern. Und es verdoppelt sich immer weiter. Denn du hast zwei Eltern, vier Großeltern, 8 Urgroßeltern, 16 Ur-Urgroßeltern und du hast 32 Ur-Ur-Urgroßeltern. Das bedeutet, dass ich, wenn ich einen Stammbaum erstellen würde, der 5 Generationen zurückreicht, ein Stück Papier haben müsste, das breit genug ist, um oben auf dem Papier 32 Namen von Personen aufzuführen, weil ich so viele Vorfahren direkt in der 5. Generation haben würde. Wenn ich zur 6. Generation übergehe, muss mein Papier doppelt so breit sein.
weil ich jetzt 64 Felder für die Namen habe. Was also passiert ist, je weiter wir jedoch zurückgehen, desto größer wird diese Zahl. Um zu verstehen, wie diese Tabelle funktioniert, müssen wir wissen, wie lang eine Generation dauert. Wie lang ist die durchschnittliche Generation? Man sagt 20 bis 25 Jahre. Okay. Eine Generation hat nichts mit der Lebenserwartung zu tun. Meine Mutter war zum Beispiel 30 Jahre alt, als sie mich gebar, und Frauen gebären normalerweise im Alter von 20 bis 40. Lass uns einfach 30 als Durchschnitt nehmen. Und 30 ist eine sehr konservative Zahl für diese Berechnung. Also eine Generation dauert 30 Jahre. Was bedeutet, dass jemand mit 30 Jahren ein Kind bekommt und sie mit 30 Jahren ein Kind und sie mit 30 Jahren ein Kind bekommt? Das heißt, wenn wir 10 Generationen zurückgehen, dann sind das 300 Jahre. Runden wir einfach ab und sagen, dass wenn wir in unserem Stammbaum 10 Generationen zurückgehen, ungefähr im Jahr 1700 sein werden. Da unser Familienstammbaum immer breiter wird, wenn wir einen vollständigen Stammbaum erstellen wollen, mit all unseren Vorfahren, bis zur 10. Generation ein Stück Papier haben, das breit genug ist, um 1024 Schlitze zu haben. Denn vor 10 Generationen gab es 1024 Personen, von denen wir direkt abstammen würden. Als ich meinen Familienstammbaum erstellte, fiel mir Folgendes auf. Als ich 10 Generationen zurückging, weißt du, was mir auffiel? Sie sind nicht mehr einzigartige Menschen. Weil erst so einigen Mischeen in diesen 300 Jahren unwissentlich gekommen war. Gehen wir 20 Generationen zurück. Jetzt sind wir im Jahr 1400. Wenn ich einen vollständigen Familienstammbaum haben will, bräuchte ich ein Stück Papier, auf das 1.048.576 Namen passen. Wenn ich im Jahr 1400 alle meine Vorfahren zurückverfolgen will, wenn ich sagen soll, wer meine Vorfahren aus dem Jahr 1400 sind, muss ich dir einen Stammbaum zeigen, der allein in der obersten Reihe 1 Million Menschen umfasst, nur in einer Reihe. Ganz zu schweigen von allen anderen, die nach unten kommen. Wenn ich 30 Generationen zurückgehen würde, wäre ich erst im Jahr 1100. Ich bin noch nicht einmal in der Nähe der Zeit Christi. Nein, wenn ich 30 Generationen bis zum Jahr 1100 zurückgehen würde, hätte ich 1.073.741.824 Vorfahren in dieser Generation. Nun, guck mal, sind nicht alle einzigartig. Als ich meine Ahnenforschung betrieb, fand ich einen Verwandten, der auf dieser Seite meine 10. Urgroßmutter war und auf der anderen Seite meine 11. Weil die Leute ihre 5. und 6. Cousins heiraten, ohne es zu wissen. Es gibt eine Menge Wiederholungen. Das zeigt, dass es viele Menschen gibt, die von denselben Menschen abstammen. Sie können gar nichts anderes, als sich zu vermählen. Und bei diesen Zahlen ist es unmöglich, es nicht zu tun. Die wirkliche Zahl, zu der wir zurückgehen wollen, ist nicht das Jahr 1100. Gehen wir zurück zum Jahr 70 nach Christus. Denn in diesem Jahr wurden alle Juden verstreut. Wenn Sie sagen, sie wurden in alle Welt zerstreut, meinen Sie das im wörtlichen Sinne, ich meine in alle Nationen? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir bis ins Jahr 70 zurückgehen und einen Stammbaum aufstellen würden, der alle unsere Vorfahren im Jahr 70 und ihre Verbindung aufzeigt, würde die oberste Zeile 18.046.744.000.000 Namen im Jahr 70 nach Christus. Also, wer glaubt denn, dass zur Zeit Christi oder kurz danach so viele Menschen lebten auf dieser Erde? Unmöglich, oder? Tatsächlich lag die geschätzte Bevölkerung damals bei 200 Millionen. Von diesen 200 Millionen sind, sagen wir, 7 bis 8 Millionen Juden. Vielleicht sagst du, diese Zahl gefällt mir nicht und spielt es bald keine Rolle mehr. Okay? Also nennen wir sie einfach 7 bis 8 Millionen. Okay? Also, wenn zur Zeit der Zerstörung des Tempels 200 Millionen Menschen auf dieser Erde lebten und etwa 7 bis 8 Millionen von ihnen Juden waren, und wenn ich einen Vorfahren aus dieser Zeit habe, die Wahrscheinlichkeit, dass er aus Israel stammte, 1 zu 27 ist. Denk darüber nach, was wäre, wenn ich ein Lotterielos kaufen würde? Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Los gewinnt, liegt bei 1 zu 27. Denn das ist das Gewinnerlos, das sagt, du bist Jude, du gehörst zum auserwählten Volk, du bist aus Israel, du bist ein Israelit, 1 zu 27 Chance.
Vielleicht sagst du, wenn du eine Chance von 1 zu 27 hast, kannst du es vielleicht nicht gewinnen. Denn du hast 26 Chancen zu verlieren. Okay, was wäre, wenn ich 18 Trillionen Lottoscheine kaufe? Kann ich es gewinnen? Wie oft muss ich es treffen, um von Abraham abzustammen? Wie oft muss ich es treffen, um von Israel abzustammen? Vielleicht sagst du, ich bin schwarz. Ich stamme aus Afrika. Wie kann ich da mit Abraham verbunden sein? Und halte inne und denk darüber nach. Denk an die Kinder Israels. Eines der Kinder Israels, Josef. Rat mal, wo er seine Frau stammte. Aus Ägypten. Josefs Frau kam aus Ägypten. In Afrika. Moses' Frau war Äthiopierin. Seine zweite Frau war Äthiopierin. Also, schon in den Tagen der Bibel gab es eine Vermischung mit Afrika. Vermischung mit den Söhnen von Ham. Guck mal, die Stämme Ephraim und Manasse waren zur Hälfte von Ham und zur Hälfte von Israel. Denn Israels Sohn Josef heiratete eine Ägypterin, die von Ham war. Alle Ephraimiten und Manasseten stammten von Ham ab. Und nicht nur das, im Laufe der Geschichte gab es immer wieder Kaufleute, Missionare und Eroberer. Guck mal, denk an das mongolische Reich, das über die ganze Welt zog und China eroberte, das Japan eroberte, das Korea eroberte. All die Schiffe, die hierher und dorthin und überall hin segelten. Du musst nur einen Vorfahren haben. Von Millionen und Abermillionen von Vorfahren. Du musst nur einen haben, der von Israel abstammt und du bist ein direkter Nachkomme Israels heute. Vielleicht sagst du, oh, ich bin nur ein reiner Weißer. Ich bin nur ein reiner Asiate. Ich bin nur ein reiner Afrikaner. Nein, das bist du nicht. Niemand. Die Menschen haben seit Tausenden von Jahren geheiratet und sich vermischt. Also kann es keine reine Bevölkerung geben. Die Bibel hatte recht, wir sind alle von einem Blut. Selbst Bevölkerung, von denen wir denken, das müssen 100% sein. Sie sind nicht 100%. Es gibt keine 100%. Du kannst deinen endlosen Stammbaum anschauen, sie werden nicht einmal genau sein. Du kannst nicht von einer Ahnenliste erkennen. Wer Ehebruch begangen und ihren Ehemann belogen hat und sagte, oh ja, das ist dein Sohn. Und er ist es nicht. Es gibt Leute, die ihre Stammbaum zeichnen. Nehmen einfach alles als Evangelium, obwohl es in Wirklichkeit, wie sie euphemistisch nennen, nicht vaterschaftliche Ereignisse geben könnte? Es gibt einen Nicht-Vaterschaftsindex, der auf 5% geschätzt wird pro Generation. Geht man also 20 Generationen zurück, ist es wahrscheinlich, dass es ein Nicht-Vaterschaftsereignis gab, das ist freundlich ausgedrückt. Und wenn man bedenkt, dass eine Generation 20 bis 25 Jahre dauert, bedeutet das, nach 500 Jahren hat man in dieser Linie ein Nicht-Vaterschaftsereignis. Alle 500 Jahre? Ja, in einer Linie. Auf einer Linie. Aber in einer Linie, aber wie viele Linien hat man? Wahnsinn. Wenn jemand seinen Stammbaum zurückverfolgt, kann er nicht wirklich sagen, ich weiß mit Sicherheit, dass ich die ganze Geschichte kenne, weil ich mir diesen Stammbaum ansehe. Denn der DNA-Test wird mehr aufdecken. Nun, die DNA lügt nicht. Menschen lügen. Die DNA lügt nicht. Ja, aber Leute können sagen, hey, ich bin Jude oder hey, ich bin kein Jude. Aber die DNA... Richtig, die DNA hat keine Agenda. Ja. Die Menschen haben eine Agenda. Menschen haben Gründe zu lügen. Und vielleicht kennen sie auch einfach nicht die Wahrheit, was auch möglich ist. Es ist nicht, dass sie lügen, sondern nur, dass sie sich irren, oder? Sie geben nur falsche Informationen weiter. Einer von 15 Amerikanern wurde adoptiert oder hat ein Elternteil, das adoptiert wurde. Das ist auch eine ziemlich große Zahl. Wer kann mir sagen, wer von den Menschen in deinem Stammbaum adoptiert wurde? Oh ja, meine Vorfahren wurden von 300 Jahren adoptiert. Das kannst du nicht sagen. Also, es gibt Adoptionen, es gibt Untreue, es gibt Reisen, es gibt Eroberungen, es gibt Händler, es gibt Missionare. Verschiedene Menschen haben verschiedene Dinge, die sie verbergen wollen. Und deshalb erzählen sie nur das, was sie hören wollen. Es spielt keine Rolle, wo du herkommst. Weißt du, warum Gott gesagt hat, dass du es vermeiden sollst? Es tut weh, nur daran zu denken.
Ich meine, diese Zahlen verdrehen den Verstand. Sagt also, vermeiden sie einfach. Und weißt du was, sie werfen viele Fragen auf. Fühlst du dich jetzt wirklich sicher über deine Nationalität? Nein, es wirft eine Menge Fragen auf. Was halten Sie davon, wenn jemand in ein DNA-Labor geht und seine DNA testen lässt und das Ergebnis lautet, Sie haben diese jüdischen Vorfahren? Ich habe keine Stralbidin. Würden Sie das akzeptieren? Auf jeden Fall. Okay. Ist möglich, weil Sie so verstreut waren, oder? Ja, das würde ich nie bestreiten. Der Regisseur dieses Films, Paul Wittenberger, und ich sind nur ein paar weiße Jungs. Man hat uns nie gesagt, dass wir jüdisch sind oder jüdische Vorfahren haben. Aber wir werden unsere DNA testen lassen, um herauszufinden, wo wir sind. Wir vergleichen Ihre DNA-Profile mit denen von 400 Volksgruppen auf der ganzen Welt und zeigen Ihnen die 50 besten Ergebnisse. Für die Vorfahren-DNA brauchen wir keine Fingerabdrücke. Es geht nicht um ein Ausweisdokument. Deshalb ist das alles, was wir brauchen? Den Abstrich und den Namen? Die gehen heute Abend raus und die Ergebnisse sollten in 3 bis 4 Wochen da sein. Ein paar Wochen später bekamen wir unsere Ergebnisse zurück. Wir waren eine Mischung aus einer ganzen Reihe verschiedener Nationalitäten. Wir hatten von Arabern über Brasilianer bis zu Indianer dabei. Und es gab eine Menge Dinge, die eine große Überraschung waren. Als wir uns unsere tiefe Abstammung ansah, die weiter zurückreicht als die Top 50, hatten wir beide Marker für jüdische DNA. Und ich habe die DNA meiner Großmutter testen lassen, um zu sehen, ob jüdisch in ihren Top 50 vorkommt. Wir haben meine Oma, die 94 Jahre alt ist, getestet. Aha. Und wir wollten ihr einen Abstrich machen, solange sie noch bei uns ist. Oh ja, das ist sehr Ja, wir wichtig. Haben es bekommen. Okay, Omas Ergebnisse sind da. Sehen wir zuerst ihre Top 50 an. Nummer 1. Aschkenasischer Jude. Nummer 1. Das erklärt also, warum es meine tiefen Abstammung war. Denn es ist ihre Nummer 1 von ihren 50 Nationalitäten. Und ihr Ergebnis Nummer 1 war ungarischer aschkenasischer Jude. Also war ihr Ergebnis Nummer 1 aschkenasischer Jude. Wow. Nun, mit den A-Consultants machen wir das schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe das nicht sehr oft gesehen. Und jeder Bericht ist, wie ich schon sagte, einzigartig. Die Leute denken, oh, der ist wahrscheinlich sehr allgemein. Nein, jeder ist sehr einzigartig. Ich weiß nicht, wann ich Ashkenazia zuletzt als Nummer 1 gesehen habe. Wirklich? Nein. Cool. Vielleicht 3 oder 5 Mal. Das ist sehr selten. Wenn Omas DNA also die Nummer 1 aschkenasisch hatte, gibt es irgendeinen Zweifel, dass sie aschkenasisch Juden ist? Nein. Und wenn sie meine Oma ist, was macht das dann aus sie mir? Sie sind Jude. Einfach so. Sie müssen die Religion nicht annehmen. Aber ich meine, ethnisch gesehen. Ethnisch gesehen sind sie das. Okay. Wissen sie, ob also sie, haben sie mich sie jetzt zu umgehen? Einer... Warte. Ich erkläre sie jetzt für jüdisch. Das ist, worauf es hinausläuft. Gute Nacht, DNA. Ist das nicht ein Witz? Was ist dann mit Jesus? Was ist mit dem Glauben an Christus? Wie kann das Volk Gottes durch die DNA bestimmt werden? Es spielt keine Rolle, was unsere Genanalogie sagt. Es spielt keine Rolle, was unsere DNA-Ergebnisse sind. Nichts davon ist überhaupt wichtig. Das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus ein Kind Gottes sind. Es gibt so viele Beweise dafür, dass Israel dort drüben nicht das Israel ist, von dem Gott spricht. Wir, die wir an Gott geglaubt haben, die wir den Glauben Abrahams haben, sind die Kinder Gottes. Die Bibel sagt in Römer 9, Vers 7, auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Die Bibel sagt also, dass die Kinder des Fleisches, die leiblichen Kinder Abrahams, Isaaks und Jakobs, nicht die Kinder Gottes sind, und zwar ausdrücklich. In Galater 3 wird vielmehr erklärt, dass wir die Kinder Abrahams sind. So erkennt auch, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Kinder. Es ist unfassbar für mich, wie Christen einfach Galater 3 übersehen können. Nun, ich bin fast 70 Jahre alt, ich bin ein alter Mann. Aber ich habe niemals eine Predigt gehört über Galater 3, Vers 29. Da ist weder Jude noch Grieche,
da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Diese beiden sind fantastisch. Wer ist der Erbe der Verheißung? Wer immer Jesus hat. Die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 11, darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittener genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremden Bündnissen der Verheißung, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht wurden durch das Blut des Christus. Weiter in Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und nach dieser Schriftstelle sind wir Mitbürger Israels. Denn in Vers 12 sagte er, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremden Bündnissen der Verheißung. Aber Vers 19, so seid ihr nun Mitbürger der Heiligen. Wer ist das wahre Israel? Ist das ein Typ im Nahen Osten, der nicht einmal an Jesus glaubt und die Schekina anbetet? Oder ist es der wahre Gläubige des Herrn Jesus Christus, der eingepfropft und Israel nahegebracht worden ist? Es ist sehr einfach. Jesus sagte in Matthäus 21, Vers 43, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Wow, sie haben keine Früchte getragen. Sie haben Jesus abgelehnt. Sie haben die Erlösung abgelehnt. Sie haben es abgelehnt, den Erretter Zions anzuerkennen. Niemand anderen als Christus Jesus. Und deshalb sagte Jesus, dass das Reich Gottes von euch genommen und einem anderen Volk gegeben wird. Nun, was ist diese Nation? Ist es Syrien? Ist es Amerika? Ist es England? Deutschland? Nein, nein, nein. Eine geistliche Nation. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Die Bibel ist kein Buch, in dem es darum geht, dass Gott ein Volk segnet. Deshalb sagte Gott zu Abraham, in dir sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und diese Segen kommen durch Abrahams Samen, den Herrn Jesus Christus. Die Bibel sagt in Hebräer 11, Vers 10, dass Abraham nicht nach einem physischen Land suchte. Er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Wir Christen sind auf der Suche nach einem neuen Jerusalem. Wir suchen nach einer himmlischen Stadt, wie es in Hebräer 11, dem Kapitel über den Glauben heißt. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Gott hat eine Stadt für uns vorbereitet. Eine Stadt, die wir nicht physisch auf dieser Erde finden können, weil sie eine himmlische Stadt ist. Sie ist etwas, das Gott für diejenigen vorbereitet hat, die an ihn glauben. Wenn wir Zion suchen und wenn wir Israel suchen, dann suchen wir nicht nach dem, welches gerade existiert. Wir suchen nicht das, welches wir greifen können. Wir suchen nicht nach dem, welches geistlich Sodom und geistlich Ägypten ist. Wir suchen nach dem Himmlischen, nach dem, das noch kommen wird. Die Bibel sagt in Hebräer 12, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln. Nach dem Neuen Testament ist Zion das himmlische Jerusalem, nicht das heutige psychische Jerusalem. Das himmlische Jerusalem wird von Himmel herabsteigen. Das ist unsere Hauptstadt. Das ist unser Zion. Und so, wir sind Israel. Die Leute da drüben sind nicht Israel. Paulus sagte, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Sie mögen genetisch gesehen zu Israel gehören, aber sie sind nicht Israel, wie Gott es zählt, weil seine ursprüngliche Absicht war, ein Volk, das ihm Lob und Ehre bringt. Wir als Christen sind das auserwählte Volk Gottes. Wir sind das wahre Israel. Und wir marschieren nach Zion. Weißt du, der Name dieses Films ist Marching to Zion. Das ist auch der Name eines großartigen Kirchenliedes. Es bedeutet, mit Jesus als dem Anführer der Bewegung voranzugehen. Wir singen Lieder wie "Wir marching to Zion". Ich liebe dieses Lied, ich liebe es einfach. Wir marschieren nach Zion. Herrliches, liebliches Zion. Ja, heimwärts geht es nach Zion, der herrlichen, lieblichen Stadt. Es ist die Stadt Gottes.
Das ist Gottes Haus und eines Tages wird es auf die Erde bringen. Sie wird auf der Erde sein, wir werden die Erde erben, weil wir Gottes Volk sind. Wir, die wir an Christus geglaubt haben, sind Gottes Volk. Wir sind Israel, wir sind Fürsten bei Gott. Und wir werden für immer mit ihm regieren. Ich würde liebend gerne zusehen, wie der Koran weggeschmissen wird, zerstört, in ein Lagerfeuer geschmissen wird. Nicht, weil ich die Moslems hasse. Nein, ich würde liebend gerne sehen, wie sie Christen werden. Ich würde gerne sehen, wie der Talmud mit seinen 36 oder 38 Bänden. Oh, was das für ein Lagerfeuer sein könnte. Als ein Christ sage ich, lass diese Bücher existieren. Lass den Koran existieren. Lass den Talmud existieren. Denn wenn Leute diese Bücher lesen und dann das Neue Testament lesen, müssen sie zum Schluss kommen, dass Jesus Christus der Herr ist.
Die Bibel ist sehr eindeutig, wie man in den Himmel kommt. Es hängt nicht davon ab, wie gut du bist. Denn die Bibel sagt in Römer 3, Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Das heißt, ich bin nicht gerecht, du bist nicht gerecht. Man könnte auch sagen, niemand ist perfekt. Aber nicht nur das, sondern die Bibel sagt in Römer 3, Vers 23, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das heißt, jeder Mensch ist ein Sünder, ich bin ein Sünder, du bist ein Sünder. Jeder Mensch hat schon mal das Gesetz Gottes gebrochen. Sünde hat aber auch eine Konsequenz, denn in Römer 6, Vers 23 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, wenn ich auf Arbeit gehe, verdiene ich mir Geld, das ist mein Lohn. Als Sünder habe ich mir was verdient? Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich habe mir den Tod verdient. Aber es geht hier nicht nur um einen Tod auf der Erde, sondern die Bibel spricht tatsächlich von einem zweiten Tod. Denn in der Offenbarung 20, Vers 14 steht, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also der zweite Tod ist der Feuersee. Ist das Himmel oder Hölle? Das ist natürlich die Hölle. Aber wer kommt alles in die Hölle? Sind das nicht nur die ganz schlimmen Sünder? Nun, in Offenbarung 21, Vers 8 steht, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also da steht, dass auch alle Lügner in die Hölle kommen. Jeder Mensch ist ein Lügner. Ich habe schon mal gelogen, du hast schon mal gelogen. Jeder Mensch hat die Hölle verdient. Aber Gott will nicht, dass wir zur Hölle fahren, denn Gott liebt uns. Die Bibel sagt, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Die gute Nachricht ist, dass Gott ein Geschenk für dich hat und dieses Geschenk ist ewiges Leben. Denn in Römer 6, Vers 23 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe, also das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also Gott hat ein Geschenk für dich und das ist ewiges Leben in Christus Jesus. Mit dem Geschenk ist es so, es ist kostenlos für dich. Du kannst dafür nichts bezahlen. Und das steht auch in Epheser 2, Vers 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also angenommen, ich schenke dir zum Geburtstag eine Bibel und sage dann, jetzt will ich einen Euro dafür haben. Dann ist es kein Geschenk mehr. Oder wenn ich sage, jetzt will ich, dass du mein Auto dafür wäschst, dann ist es auch kein Geschenk mehr. Und so ist es mit dem ewigen Leben. Die Bibel sagt, dass es Gottes Gabe ist, es ist nicht aus Werken. Die Bibel sagt, dass es Gottes Geschenk ist, das ewige Leben. Wenn Jesus dir ewiges Leben schenkt und dann sagt, jetzt will ich aber, dass du dafür gute Werke tust, jetzt will ich dafür, dass du zur Kirche gehst, dich taufen lässt und so weiter, dann ist es kein Geschenk mehr, dann hätte Gott gelogen. Aber jemand muss für das Geschenk bezahlt haben. Ich habe im Laden für die Bibel bezahlt, damit ich sie dir schenken kann. Wer hat für das ewige Leben bezahlt? Die Bibel sagt in Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also Jesus Christus ist nicht für dich gestorben, weil du so ein toller Mensch bist, sondern weil du ein Sünder bist, um dich vor der Hölle zu retten. Also Jesus hat für das ewige Leben bezahlt. Er hat für das Geschenk bezahlt. Der bekannteste Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16, sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus Christus ist Gottes Sohn und Gott selbst. Er kam hier als Mensch auf die Erde und hat ein perfektes Leben gelebt. Er hat die Wahrheit verkündigt, er hat das Evangelium verkündigt, er hat Menschen geheilt, sie wieder sehend gemacht. Aber Menschen werden verfolgt, Menschen werden gehasst, wenn sie die Wahrheit sagen. Und so war es auch mit Jesus Christus. Er wurde ans Kreuz genagelt, aber nicht für etwas, was er begangen hätte, sondern die Bibel sagt, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, also auf dem Kreuz. Damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also als Jesus Christus da an dem Kreuz hing, da war es so, als hätte er alle deine Sünden begangen. Als hätte er die Sünden der ganzen Welt begangen. Jesus wurde am Kreuz für die Schuld der ganzen Welt bestraft. Das heißt, Jesus Christus hat am Kreuz für deine Schuld bezahlt, damit du in den Himmel kommen kannst, um dir ewiges Leben zu schenken. Und er war 3 Tage und 3 Nächte lang in der Hölle und hat auch die Hölle erlitten für dich, damit du nicht in die Hölle kommen musst. Am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten und einige haben gezweifelt daran. Aber er hat ihnen die Male in seinen Händen gezeigt, die Male an seiner Seite, wo der Speer reingestochen wurde. Und er hat was gegessen, um zu zeigen, dass er tatsächlich leibhaftig wieder auferstanden ist. Denn Jesus ist Gott. Gott kann nicht tot bleiben. Ja? Und dadurch, dass Jesus auferstanden ist, kann er jedem ewiges Leben schenken, der an ihn glaubt. Wie gesagt, in Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also nicht jeder, der zur Kirche geht,
Nicht jeder, der ein gutes Leben lebt. Nicht jeder, der sich von seinen Sünden abkehrt. Nicht jeder, der sich taufen lässt, sondern jeder, der an ihn glaubt, bekommt ewiges Leben. Das ist es auch, was in der Apostelgeschichte 16, Vers 30 steht. Da gibt es eine sehr wichtige Frage. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Also was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Siehst du, es hängt nicht davon ab, wie gut du bist, denn du bist sowieso ein Sünder, jeder Mensch ist ein Sünder. Das ewige Leben ist ein Geschenk und du musst an Jesus Christus glauben, sagt die Bibel, um es zu bekommen. Glauben bedeutet, du musst auf Jesus Christus vertrauen, dass er für dich gestorben und auferstanden ist. Nicht auf deine eigenen guten Werke, sondern auf das, was Jesus für dich getan hat. Wenn ein Fallschirmspringer aus dem Flugzeug springt, dann muss er an den Fallschirm glauben, um zu überleben. Er muss auf ihn vertrauen, auf diesen Fallschirm. Das ist seine einzige Chance. Genauso musst du auf Jesus Christus vertrauen, um in den Himmel zu kommen. Nicht auf dich selbst, sondern auf ihn, was er für dich getan hat. Wie ist das mit dem ewigen Leben? Wie lange dauert das? Nun, ewig bedeutet ewig, nicht wahr? Also das heißt, es hat kein Ende. Ewiges Leben hat kein Ende. Du wirst für immer im Himmel sein. Was wäre, wenn du nun eine schlimme Sünde begehst? Zum Beispiel einen Diebstahl oder vielleicht sogar noch schlimmer einen Mord begehst. Wenn du gerettet bist, dann würde dir Jesus das ewige Leben trotzdem nicht wieder wegnehmen. Wenn Jesus dir das ewige Leben nämlich wieder wegnehmen würde, dann war es von vornherein nicht ewig. Dann hätte es doch wieder ein Ende und dann hätte Gott gelogen. Aber die Bibel sagt in Titus 1, Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Das heißt, der allmächtige Gott kann nicht lügen. Er kann dir das ewige Leben nicht wieder wegnehmen. Das heißt, wenn du einmal gerettet bist, wenn du einmal auf Jesus Christus vertraut hast, dann bist du für immer gerettet. In Römer 10, Vers 9 steht, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also du musst in deinem Herzen glauben, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist, dass er für dich am Kreuz bezahlt hat, ja? Und du musst Jesus bekennen, das heißt, du kannst Jesus ganz einfach darum bitten, dass er dir ewiges Leben schenkt. Wenn du also glaubst, dass du ein Sünder bist und dass du die Hölle verdient hast, wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, wenn du glaubst, dass das ewige Leben ein Geschenk ist, das du einfach nur im Glauben annehmen musst, wenn du glaubst, dass es ausreicht, zu vertrauen, an Jesus Christus zu glauben, und wenn du glaubst, dass das ewige Leben tatsächlich ewig ist, dass du es nie wieder verlieren kannst, dann lass mich dir helfen, einfach ein Gebet zu formulieren, dass Jesus dir jetzt ewiges Leben schenkt. Lieber Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und dass ich die Hölle verdient habe. Aber ich glaube an dich, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Herr Jesus, ich bitte dich, schenk mir jetzt ewiges Leben und nimm mich in den Himmel auf, wenn ich sterbe. Ich vertraue allein auf dich, Jesus, und nicht auf mich. Amen.